Hi zusammen. Vor ja knapp über einer Woche hatte ich ja den Test gemacht mit Alexander Henn, Gründer von Shore, ihn mal vor Kamera zu interviewen, was denn seine größten Learnings waren. Und ich war super gespannt, wie und ob das Ganze ankommt und am Ende des Tages wahnsinnig überwältigt, wie viel positives Feedback ich darauf bekommen habe. Und dafür auch mal ein riesengroßes Dankeschön und habe mich natürlich dazu jetzt gebracht, das Ganze weiterzuführen und jetzt so eine kleine Serie zu starten. Und heute sitze ich jetzt hier mit Freya. Ich sage gleich ein paar Worte zu dir. Kurz noch organisatorisch, weil ich da ein paar Sachen umgestellt habe. Nach wie vor eine Minute kurz Intro, dann eine Minute ein paar Worte zu Freya. 5 Minuten für Freyas größten Learnings und 2 Minuten nochmal für einen Wow-Effekt. Wir haben dann noch eine Minute Puffer, damit wir auf jeden Fall unter 10 Minuten rauskommen, damit das Video auch kurz und schnell anschaubar ist. Ich bin jetzt mit meiner Minute um. Eine Minute zu Freya. Freya Uhle, Gründerin von Spotstar. Du hattest so den Albtraum eines jeden Gründers oder einer jeden Gründerin erlebt. Ihr musstet vor, ich glaube, 5 oder 6 Monaten Spotstar schließen. Ihr wart davor bei der Höhle der Löwen. Ihr hattet Business Angels on board. Ihr hattet ein 15-köpfiges Team. Natürlich super, super schwierige Phase, die du durchgemacht hast. Und deswegen interessiert es mich natürlich ganz besonders, was denn deine größten Learnings waren. Habe ich sonst noch irgendwas vergessen, was du Nichts, was erwähnen möchtest? erwähnenswert wäre, nein. Okay, sehr gut. Dann let's go, 5 Minuten. Alles klar. Gut, die größten Learnings. Also ich glaube, Learning Nummer eins und ganz wichtig für alle, die jemals in die Situation kommen oder Angst davor haben, dass sie in die Situation kommen, ist, dass man sich immer schwärzer malt, als es tatsächlich ist. Also für uns war es auch der absolute Weltuntergang, auch wenn wir ihn selber provoziert haben, weil wir halt gesagt haben, wir schließen aktiv selbst. Also wissen wir nochmal gut, dass es nicht die Insolvenz oder irgendwas war, sondern dass wir einfach gesagt haben, das Geschäftsmodell taugt nicht. Okay. Aber wir haben auch gedacht, dass irgendwie die Welt zusammenbricht. De facto ist das nicht so gewesen. Wir sind da alle ganz hervorragend wieder rausgegangen. Es war auch nicht so schlimm, wie man gedacht hat. Wir haben es am Ende sogar noch verkauft bekommen. Aber in dem Moment selber malt man sich wirklich Sodom und Gomorra bildlich vor Augen aus, was passiert. Das Zweite, was auch so ein bisschen damit zusammenhängt, ist, dass man immer offen und transparent kommuniziert. Also sowohl gegenüber Gesellschaftern, Mitarbeitern, nach außen hin, so wie wir es jetzt immer noch treiben, aber auch gegenüber sich selbst. Und ich glaube, das ist so das Wichtigste, dass man auch mal innehält und sich selber fragt, macht das Sinn, was ich da gerade treibe? Und wenn ich zu dem Ergebnis komme, nein, dann vielleicht nicht weiter treiben, sondern sagen, okay, fuck, wir müssen hier irgendwas ändern, weil es läuft so nicht. Das war so das erwachsene Learning daraus. Das Dritte ist, glaube ich, wir gehen jetzt ganz anders an Geschäftsmodelle ran. Also bei uns lag es eben daran, dass wir einfach diese unheimliche Abhängigkeit davon hatten, wie schnell Händler in Deutschland, aber auch generell in Europa arbeiten. Nicht schnell. Und das war eine von vielen Abhängigkeiten neben Daten, die wir irgendwo ziehen mussten und sehen mussten, dass das alles am Rennen bleibt, dass einfach dieses Geschäftsmodell derart aufgebläht hat, dass man einfach 24/7 am Rumrennen war. Und da prüfen wir momentan jedes Geschäftsmodell drauf, dass wir sagen, haben wir da selber Kontrolle drüber oder sind wir nur abhängig an allen möglichen Instanzen? Das Vierte, und ich glaube, ein grundlegendes Problem eines jeden Gründers ist Delegation. Also wir haben wirklich wie die Bekloppten jede Aufgabe fast selber übernommen oder gesagt, komm, dann mache ich es eben nochmal selber. Fürchterlich, weil es dazu geführt hat, dass wir durchgängig im Büro waren, uns da irgendwie die ganze Zeit mit Aufgaben beschäftigt haben, die man auch einfach hätte abgeben können oder auch depriorisieren können. Aber so dieses Thema Delegation, andere können das genauso gut wie ich selbst und auch Priorisierung, muss man das jetzt wirklich heute Nacht noch fertig machen, ist was, was jeder Gründer bei seinem ersten Startup, glaube ich, mit sehr viel Schmerzensgeld Definitiv. lernt. Das war bei uns auch wirklich, das hat sehr herausgestochen. Und dann das Fünfte ist so ähnlich wie das Erste, dass man nicht alles schwarz malen soll, dass man nicht immer so nervös in Sachen reingehen soll und sich ausmalen sollte, was könnte passieren, sondern einfach sagen, mei, das wird schon. Und auch mal ein bisschen relaxed an die ganzen Sachen rangeht und nein sagt, wenn man keine Lust drauf hat. Weil wir hatten wirklich diesen Effekt, dass wir immer versucht haben, es allen recht zu machen und immer geguckt haben, dass es irgendwie funktioniert, aber nie einfach einmal die harte Linie gefahren sind, einfach gesagt haben, wir sagen jetzt einfach mal nein und gucken, was passiert. Und da bürdet man sich auch sehr viel Arbeit auf, glaube ich. Das waren so die 5 größten Erfahrungen, die da rausgekommen sind. Und in gut unter 5 Minuten. Großartig, soll ich noch mehr erzählen? Kannst du gerne noch einen Bonustrack? Kannst du noch Noch einen Bonustrack. Das auch erst nach der Situation gelernt. Ich glaube, das muss man sich bewusst sein, wenn man gründet oder gegründet hat, sollte man sich immer mal wieder fragen, ist man für den normalen Arbeitsmarkt noch geeignet? Also wir haben jetzt gerade durch die Situation, dass wir da rausgekommen sind, überlegt, was machen wir als nächstes?
gehen wir in ein großes Unternehmen, beschäftigen uns da mit einem Task oder machen wir selber was Neues. Und es ist sehr interessant zu sehen, wie wenn man dann in so einem großen Unternehmen sitzt und sich anguckt, was die Tätigkeit wäre und wie diese Strukturen aufgebaut sind und dass man den gesamten Tag mit einem Thema verbringt, in meinen Augen zumindest nach so einer Gründung, die dann vielleicht länger als ein Jahr gedauert hat, nicht mehr so ganz geeignet ist. Wenn man einfach permanent, man findet Dinge, die man besser machen kann, man denkt sich, das kann nicht euer Ernst sein, man merkt sofort, okay, das passt hier irgendwie nicht zusammen, das würde ich ganz anders machen. Und dieses Verständnis, dass das egal ist, ob man es anders machen würde, weil so ist es, ist für Gründer, glaube ich, zermürbend. Okay, also meinst du, Gründer werden schnell konzernunkompatibel? Absolut, okay. Absolut, in meinen Augen. Ohne Konzern eingreifen zu wollen. Das liegt nur an uns. Immer. Ja. Sehr cool, danke dafür. Dann jetzt gerne. Noch 2 Minuten für deinen größten Wow-Moment. Der kam tatsächlich vom Team und in der dunkelsten Stunde, witzigerweise. Wir haben erst mit den Gesellschaftern gesprochen, drücken wir das jetzt wirklich durch, sagen wir jetzt wirklich, wir stellen es ein und liquidieren oder machen wir weiter und gucken, ob wir noch irgendwo ein Pivot machen. Und haben dann aber gesagt, nee, wir liquidieren. Als wir dann den Beschluss der Gesellschaft hatten, haben wir gesagt, wir sagen es erst danach den Mitarbeitern, weil vorher war das halt noch so unsicher, in welche Richtung geht's. Und hatten dann diesen Tag, wo wir morgens ins Büro kommen mussten, wissend, was die Entscheidung war und den Mitarbeitern mitteilen mussten, also das hier findet jetzt ein jähes Ende. Und wir haben mit allem gerechnet, dass die Leute irgendwie traurig, sauer, was auch immer sind oder uns die Schuld in die Schuhe schieben, was auch immer. Und tatsächlich war die Reaktion in dem Moment, wo man mit so einem Klops im Hals versucht, die Kontenance zu bewahren und weiterhin irgendwie so ordentlich da zu stehen. Ja, und was machen wir als nächstes? Und wir schon, was machen wir als nächstes? Wir haben keine Ahnung, wir müssen das gerade erstmal abwägen. Haben sie aber, habt ihr irgendwas Neues vor? Weil da kann man dann ja mitarbeiten. Und das war für uns einfach, wir haben nicht mit gerechnet, wir wussten auch nicht genau, was wir machen, sondern wir haben die einfach nur angestarrt und dachten so, die wollen mit uns arbeiten. Ja. What? Und von daher war das ein ganz, ganz großartiger Moment, der mir auch wieder gelehrt hat, Team ist immer das Wichtigste, egal was man macht. Und zeigt, dass ihr auf jeden Fall ein geiles Team hattet. Ja, auf jeden Fall. Das ist schon super ungewöhnlich. Ja, doch, doch. Also wir arbeiten ja immer noch zusammen, von daher kann man schon wirklich sagen, persönlich und an den Charakteren hat es mit Sicherheit nicht gelegen, sondern das waren Wahnsinn. Dann eher äußere Faktoren. Cool. Danke dafür. Die Zeit für die 2 Minuten ist um. Das heißt, ich habe jetzt noch eine letzte Minute. Natürlich vielen, vielen Dank für die vielen Learnings, für den Wow-Moment. Ich hoffe natürlich, und ich glaube, du hast es ja bei den Learnings schon etwas verraten, dass Spots denn nicht deine letzte Gründung war. Das heißt, ihr schaut euch gerade Geschäftsmodelle an, wie ich gerade gehört habe. Von dem her würde ich mich super freuen. Wie gesagt, will ich noch viel von dir hören, noch viel Produkte sehen, noch viel Gründung, und wenn du da weitermachst. Genau. Kein Druck, danke. Kein Druck. Minimal. Okay, danke dir. Ja, danke dir.